Muamala, dadurch, dass ihr versucht, aktiv zu werden, auch Dawah zu betreiben. Ja? Es ist nicht immer gesagt, dass Leute, die, oder wie ich, ja, ich meine, Leute, ich kann euch nicht viel geben, aber ich kann euch sagen, was ich erfahren habe. Und ich habe erfahren, deswegen sitze ich hier, dass wenn ich mich an die Asbab nicht halte von Allah subhanahu wa ta'ala, dass ich Schiffbruch erleiden werde. Und ihr habt jetzt, alhamdulillahi rabbil alamin, noch die Zeit, Tauba zu machen, weil die Tore von Allah subhanahu wa ta'ala, die Tore, die Türen der Tauba sind bei Allah subhanahu wa ta'ala immer geöffnet. Aber ihr müsst sie auch aufmachen. Ihr müsst auch reingehen, meine Geschwister im Islam. Das ist sehr wichtig. Und glaubt ihr, meine Geschwister im Islam, wie lange ist Rasulullah sallallahu alaihi wasallam denn schon tot? Und schaut wahrlich, bis heute ragen seine Taten weit über denen der sogenannten Vorbilder hinaus. Ich hatte euch gesagt, subhanallah, früher bin ich dem gefolgt. Und wer weiß, wenn meine Eltern gefolgt sind, ja, früher, was weiß ich, hier die Koteletten und diese Flower Power Zeit und so weiter, alles nichtig. Heute lachen alle drüber. Aber die Taten von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haben heute noch Wirkung. Aber wir müssen so offen und ehrlich sein und versuchen, diese Taten kennenzulernen. Das Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kennenzulernen. Und versuchen, diese Sache mit Aufrichtigkeit zu folgen. Innerlich sowie äußerlich. Subhanallah. Und eine Sache stimmt mich immer sehr traurig und auch eine ungefähre Bedeutung. Und ich hoffe, dass wir dazu gehören. Rasulullah sagte mal zu einem Sahaba, nur ungefähre Bedeutung, dass er seine Geschwister vermisst. Und dieser Sahabi sagte, ja Rasulullah, wir sind doch deine Geschwister. Dann sagte Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nein, vielmehr seid ihr meine Gefährten. Ich meine diejenigen, die mir folgen, obwohl ich sie nie gesehen habe. Subhanallah. Und meine Geschwister im Islam, ich sagte eine Sache, unser Achra kann schnell beginnen. Und wenn wir einmal in unseren Gräbern sind, und stellt euch mal vor, wir haben nicht mehr den Genuss, wir können nicht mehr Koran rezitieren, wir können nicht die Hajj vollziehen, wir können nicht überhaupt Ibadahs machen. Subhanallah, diese Zeit ist vorbei. Wir können Allah subhanahu wa ta'ala nicht mehr dienen. Ich schwöre, das ist für mich wirklich ein ganz schlimmer Gedanke. Und das Schlimme aber ist noch, wenn wir nicht für La ilaha illallah Muhammad Rasulullah gelebt haben, wenn die Befragerengel kommen, Munkar wa Nakir, werden wir das überhaupt sagen können? Wenn unsere Taten nicht danach ausgelegt waren, unsere innerlichen, ich rede oft von den innerlichen und äußerlichen Taten, wenn sie nicht darauf ausgelegt, abgestimmt waren, Allahu alam, ob wir das sagen können. Und stellt euch vor, wir sind im Kabr und sagen, was? Rabbi irjun, lasst uns zurückkehren. Subhanallah. Viele von uns waren ja schon in Medina, alhamdulillah, rabbil alamin. Und wenn ihr da mal Friedhof geht und mal unten reinguckt, subhanallah. Es ist sehr beängstigend, aber stellt euch mal vor, es ist für die Ewigkeit. Und wir haben es jetzt noch, alhamdulillah, mit der Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala, die Möglichkeit, dass es, solange wir im Barzach sind, inshallah ta'ala, dieses Kabr geweitet wird und ein Stück vom Paradies sein wird. Oder noch das Gegenteil. Es wird eng. Das Gewicht Allahu alam ist so auf uns wie Jabal Uhud, wie der Berg Uhud. Subhan al-Malik. Und wir schreien nur Rabbi Arjun. Und wir würden gerne das und das wieder neu machen. Subhanallah. Und warum? Weil wir nicht Koran und Sunna nutzen. Und weil wir dieses Dunya nicht nutzen fürs Akhira. Und denkt daran. Ich kann jetzt hier viel erzählen. Ob man wahrlich Wissen hat oder nicht. Es muss nicht immer die Masse sein. Es gibt Leute, die hören,
und versuchen es mit Ikhlas, diesen Weg zu gehen. Und es gibt Leute, die sagen, ja, kana abudu. Und haben es sich richtig in ihre Herzen drin. Es gibt aber auch Leute, die sind Hafiz Koran und leben überhaupt nicht danach. Die gibt es auch. Und ihr sollt eine Sache wissen, und die sage ich gerne, nicht nur um euch das zu sagen, um mir selber am Ohr zu ziehen. Wissen, welches keine Ehrfurcht erzeugt vor Allah subhanahu wa ta'ala, ist kein Wissen. Wenn es die Herzen nicht berührt, wenn es uns nicht anstrebt, die Energie gibt, um Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen, um aufrichtig Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen. Wallahi, ist kein Wissen und wird Allahu alim yawm al-qiyamah sogar gegen uns sprechen. Meine Geschwister im Islam, ich wünsche mir einfach nur abschließend, inshallah ta'ala, dass wir versuchen, die Brüderlichkeit unter uns zu stärken, Ermahnungskreise zu bilden, weil subhanallah, ich stelle mir das nicht immer, aber öfters vor, dass wenn wir Ermahnungskreise bilden, dass sich die Malaika auch hier versammeln und ihre Flügel ausbreiten. Alhamdulillah, welche Na'ma von Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir hier sitzen dürfen. Allah lässt unsere Herzen schlagen. Und inshallah ist es klar, wir sind alle verschieden. Wir sehen alle verschieden aus. Aber inshallah klopfen und schlagen unsere Herzen alle für Allah subhanahu wa ta'ala, für den Islam. Und inshallah werden wir Yawm al-Qiyamah uns alle treffen am Hauda Rasul, an seinem Becken, und inshallah gemeinsam durch ein Tor von Jannah einkehren, inshallah. Und denkt immer daran, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat: Wahrlich, ihr habt an dem Gesandten ein schönes Vorbild. Versucht euch, dass das nicht nur in euren Köpfen ist und nicht nur auf der Zunge, sondern auch in euren Herzen. Und wenn ich was Falsches gesagt habe, dann ist es von mir und vom Shaitan. Und wenn ich etwas Gutes gesagt habe, inshallah ta'ala, von Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.